kommt denn da die ganze Zeit für so eine Meldung? Ist irgendwie komplett weird. Dass da irgendwas verbessert werden würde. Dabei wird doch gar nichts verbessert. Also wieder einen Spell habe ich jetzt gesehen, dass der verbessert wird. Da schon nochmal. Der Weber verbessert Quell der Ausgelöschten. Was für einen Quell der Ausgelöschten? Hm. Man kann die leveln? Man kann Items leveln? Hä? Da fuck. Hä, wie krass ist das denn? Okay, also ich weiß... Ach, Mann! Hä? Das ist ja ultra geil. Oh mein Gott. Das... Mann. Warum Spiel? Okay. 85 Pro... Okay. 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 Mhm. Stygischer Strahl... Was ist das denn? Stygischer Strahl. Was ist denn ein stygischer Strahl? Was? Haben wir den? Unwollte Glücher der Herrschaft? Was ist denn ein stygischer Strahl? Was? Nekrotisch Schaden. Hm. Also das da ist safe. Dass das safe wieder was für den scheiß Negro. Ich meine, für den super tollen Negro. Ach Mann. Stygischer Strahl. Das ist safe was für ein Negro. Da bin ich mir sicher. Jetzt habe ich mich gefreut, weil die ersten zwei Sachen gut geklungen haben. Und dann direkt die nächsten hauen dann rein, ey. Keine Ahnung, was stygischer Strahl ist. Das ist jedenfalls nicht desintegrieren. Glaube ich zumindest. Vor allem, weil sie macht den nekrotischen Damage, was ja der Mage eigentlich gar nicht macht. Sondern wirklich nur der Nekro wirklich krass viel nekrotischen Damage. Ach, nee. Warum? Warum, Spiel? Es hasst mich und es liebt mich zugleich. Indem es mir ein Item gibt, was ich einfach aufleveln kann. Und dann im nächsten Zug gibt es mir wieder ein Necro-Item. Es ist doch eine Hassliebe, ist das. Und dann lässt es mich den Dungeon nicht machen, weil es mich die ganze Zeit verrecken lässt. Und mich dann aus dem Spiel rauskickt. Ist hier was? Nee, ne? Nee. Natürlich nicht. Hm? Gegner? Viele Gegner? Vor allem, was mich jetzt interessiert ist, wenn ich das Item aufleveln kann, was für eine Bedingung hat denn das? Das ist irgendwie Weaver's Will, aber... Wann levelt das aus? Ach, schon wieder.
Hat er den schon wieder verbessert? Da ist nix. Ich glaube, der kann noch einmal, ja, der kann, glaube ich, noch einmal kann er aufleveln. Das ist ja wirklich insane, ey. Bestimmt ein gutes Item für zu verkaufen. Hat bestimmt insane viel Marktwert. Und da ist das letzte Mal. Ich schwör davon aus, es hat was mit der Menge an Gegnern zu tun, die man dann besiegt oder so. Also, gehe ich schwer davon aus. Würde anders da, glaube ich, auch eher weniger Sinn machen. Wenn es nicht so wäre. Oder bestimmte Gegner und es sind gerade die, die wir hier die ganze Zeit bekämpfen. Vor allem befeiten. Hm? Weg mit euch. Vielleicht brauche ich das mit dem Mana zurück auf dem Fireball auch gar nicht. Weil theoretisch ist es ja eigentlich geil, wenn ich weniger Mana habe. Weil ich dann deutlich mehr Shield bekomme durch den Ring, ne? Ich bekomme dann ja wirklich ein bisschen was an Shield. Eingebracht. Ein paar Massen an Gegnern weg. Oh, nice. 46. I like. So, wo können wir denn noch reinskillen? Ich würde auch da mal rein nochmal gucken. Das da brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, Entzündungschance, ne? Ab geht's. Und dann können wir die hier nämlich holen, jetzt als nächstes. Hehe. Schön mehr Damage. Ich meine, mehr Defensive haben wir jetzt. Wird schon. Wir brauchen wieder mehr Damage. Wichtig ist das. Wichtig und richtig. So. Ja, die spawnen aber auch wirklich immer, ne? Diese grünen Viecher hier. Jetzt noch so einen schönen. Oh ja, Goldschrein. Geilo. Ich bin auch echt gespannt nachher, wenn man auf dem, wenn wir hier auf dem Markt und so gehen können. Wobei ich noch nicht hundertprozentig weiß. Man kann ja im späteren Spiel, kann man wählen zwischen, dass man selber bessere Items findet. Also das sind dann so Fraktionen, sage ich jetzt einfach mal. Und zwischen einer Fraktion, wo man dann auf dem Markt Sachen verkaufen kann. Also aktionshausmäßig mit anderen Spielern traden. Ich bin echt gespannt, wie viel da die Items kosten. Wie viel da richtig fette Items kosten.
bin ich wirklich gespannt. Wobei ich, glaube ich, für mich das erstmal nicht machen werde, sondern ich werde das machen, dass Solo-Items mehr droppen. Einfach um mich erstmal ein bisschen zu gieren und erstmal ein bisschen, ja, Stuff zu haben. Und dann werde ich mit anderen Spielern traden. Weil das Ding ist, wahrscheinlich droppt man Solo dann halt schon eher die Sachen, die man so braucht. Jetzt nicht extrem heavy geilen Stuff, gehe ich schwer nicht davon aus. Das werden immer andere droppen, niemand selber. Aber dann kann man sich halt schon mal richtig gut gieren. Und dann swappt man um, weil das geht halt. Dann swappt man um auf das andere und kann dann quasi hingehen und mit anderen traden und sich wirklich die perfekten Stats, sag ich jetzt mal, holen, ne? So würde ich das wahrscheinlich handeln. Ich weiß auch gar nicht, ob, wenn man sich mit einem Charakter an so einem Ding angemeldet hat, ob dann alle dort sind. Aber macht eigentlich auch nur Sinn, weil ansonsten könnte man nämlich hingehen, macht sich einfach einen zweiten Charakter und geht mit dem an den Markt und tradet einfach die Items hin und her. Was auch ein bisschen weird wäre. Ich für persönlich. Deswegen glaube ich, wird das eher weniger der Fall sein. Okay. Wir kommen dem Imperator immer näher. Immer näher. Oh. Nice. Runenbeschwörung nochmal plus 1. Ich glaube aber, Runenbeschwörung kann man auch nur auf den Helm packen. Wir gehen aber trotzdem. Nein. Wir gehen aber trotzdem hin und disenchanten das. Nice. Plus 2. Das würde mich jetzt auch interessieren. Rune? Ah, Stufe von runischer Anrufung. Auch nur auf dem Helm. Ach ja. Also wir müssen uns da schon einen richtig krassen Helm zusammen basteln, ne? Der Helm wird nachher hier so Feuerdamage. Und eine Stufe oder mehrere Stufen runische Anrufung. Und dann, weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, ob ich das Mana draufpacken würde, weil der Ring, der scheint mir doch schon ganz plausibel, ne? Da bin ich mal einfach gegen die Treppe gefahren. Auch nice. Viele Gegner, viele Gegner. Und einen Porter. Erstmal den Porter holen, ganz wichtig. Okay, perfekt. Und dann wieder backtracken. Ist definitiv noch ein bisschen was zu erkunden. Nein, 100%. Ja, guck mal da. Da muss was sein. Safe. I call it. Ja. Nice. Dann auch da unten hin und dann können wir nach oben gehen. Sind wir. Also kommen wir wirklich auf 47, denke ich, noch hin. Nice. Nice, 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 nice. Da ist was. Okay. Aber man muss ja gucken. Vielleicht ist was. Ums Eckchen. Gleich mal auch noch was zu trinken holen. Kurz bevor wir jetzt bei der unsterblichen Zitadelle angelangt sind.
und uns potenziell dem Imperator stellen. In einem epischen Endfight. Von epischem Ausmaße. Definitiv. Alle so schön. Oh, nice. Nein! Es dauert aber auch ewig jetzt, die Skills zu leveln, ne? Also, irgendwie... schon ein bisschen länger. Aber die gleichen sich so langsam alle an, was ich sehr cool finde. Was ich wirklich sehr cool finde, dass sie alle so mehr oder weniger gleich leveln. So, die unsterbliche Zitadelle. Gehen wir mal rein. Mama. Weil der Jude Imperator sozusagen hat. Grandeur. All in glory to death. Simply foolish. Wir chillen mal hier noch kurz. Ich gehe mir mal was zu trinken holen und dann begeben wir uns vielleicht in den Endfight. Sollte eigentlich, glaube ich, ja. Das sieht gut aus. Das Endfight für diese Map. Oder für diese, weiß ich nicht, was man das nennen soll, für die kaiserliche Zitadelle. Ja, dann lasse ich euch mal kurz alleine. Und geh mir noch mal was zu trinken holen. Und wir sehen uns gleich. Thank you.
So, da bin ich wieder. Hallo. So. Dann wollen wir uns mal auf den wahrscheinlichen Bossfight stürzen. Das sieht schon sehr bossfighty aus, ja. Do not look surprised. A proper welcome is the least I can do. Oh, hi. Hi. Na? Was haben wir hier? Eieieiei. Okay, die kooperiert mit ihm. Let's go. Ja. Boah, hätte man sehen können, ja? Aha, was? Yes. And now your friend will watch, frozen in magic, while the Emperor decides your fate. Aha. Ja. Nee. Komm. Natürlich. Also. Weg mit der. Tschüss. Oh, Harten lebt wieder. Ey, krass. Krass. Aber das ist mir egal, ob der lebt oder nicht. Ach, der auch wieder. Zweimal. Gleich Zerik auch noch mit dabei. Ah ja, komm mit ins Boot hier. Kommen Sie einfach mit. Das ist ja gar kein Problem, ne? Wir haben für sie alle Platz an Bord des Schiffes. Und zwar heißt es rein ins Verderben. Und zwar euer Verderben, nicht meins. Euer Verderben. Ich krieg hier erstmal 200er Schilde, wenn ich euch angreife, ja? So ist das nämlich. So ist das nämlich. Und das ist auch genau richtig geplant. Da muss ein bisschen Kiting betrieben werden. Jetzt haben wir auch kein Mana mehr. Mana wieder aus. Eieieiei. Aber ich krieg ja extrem viel von diesem Juicy Schild, wenn mein Mana nicht mehr ganz so krass ist. So, weg damit. Ja, gar kein Problem. Wir sind einfach Überboss. Zerik, stirb! Stirb, du Wurm! Er sieht irgendwie übrigens so aus wie der Wurm aus, hier, das beste Krankenhaus in der Galaxie. Das ist eine neue Serie, glaube ich, auf, Prime. Ziemlich lustig. Tja, ich habe all deine Leute gekillt, kann das sein? Hm, das tut mir natürlich echt leid, so. Now's our chance. Quick, use Herod's Lance. Sag mal, kann sie sich entscheiden? Auf welcher Seite bist du jetzt, Julia? Bist du jetzt auf der des Imperators? Oder bist du jetzt auf unserer? You pathetic human mistake. You think you can kill me? You think you can... The Lance of Herod. Where is it? Quickly! You need to get out of here! Huh? Huh? What happened? Was ist das eigentlich für eine Lanze? Was meint die mit der Lanze? Noch nie in meinem Leben gehört! Die Tore von Solarum. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, wieder im göttlichen Zeitalter. Oh, holy fucking hell. Das geht ja wieder richtig weit. Aber wir haben den jetzt nicht besiegt, ne? Wir haben den Emperor nicht besiegt. Und wieso sind wir jetzt wieder time-traveled? Was mit euch? Sonnenaufgestiegener, was? This. I'm back in my own time. Ja. Maybe it's not too late. Not too late to do what? Hä?
I'm slightly confused. Oh, Götzen. Nice. Das nehme ich immer gerne. Now. Damage. Now Damage oder was? Warum so viel? Beruhigen Sie sich. Ah, das ist ein Teleport. Und den tun wir gekonnt ignorieren. Aber wirklich gekonnt. Okay. Ich bin total verwirrt. Ich bin wirklich total verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, was wir wieder hier machen. Warum wir jetzt wieder zurück sind. Was mit dem Emperor ist. Was mit Julia ist. Warum fährt die zweigleisig. Warum, also keine Ahnung. Weiß ich nicht. Alles sehr verwirrend. Holy shit. Und ich will erfahren. Jetzt bin ich invested. What happened? What happened? Warum Julia? Why are you doing this? Nee, hier ist nix. Auf einmal, wo sind wir denn hier? Was ist denn das da? Irgend so eine Lavastadt. Irgendwelchen Sonnenboys. Und Flammenpaladin. Totally weird. Ich denke mal, wir werden noch alles erfahren. Oh, drei Sachen direkt Level up. Nice. Wir benutzen das ja sowieso gar nicht mal so oft mehr. Ich hätte schon gesagt. Achso, wir haben ja sowieso da reingeskillt. Ja, dann machen wir da mal hier mal. Also mal das da rein. So, mehr Elementardurchdringung. Sehr schön. Mehr entfachen oder mehr? Nee, Durchdringung, ne? Von Flammen mehr. Ja, ja. Denke ich schon. Da müssen wir auch gleich hier auch für unsere Anrufung oder Runenbeschwörung. Auch sehr cool. In den Skills heißt das Ding einfach Runenanrufung und der Skill selber heißt aber Runenbeschwörung. Leichte Inkonsistenz im Naming. Aber nur leicht. Boost. Das muss auch nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Aber gut, man kann es verstehen. Ist, glaube ich, auch nicht so ein großes Studio dahinter. Ne? Also eher so ein bisschen kleineres. Zwar haben die das Game jetzt released, aber muss halt noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Das ist denen auch, glaube ich, klar. Ich meine, es ist auch ist ja auch Long-Term. Man hat ja Seasons und so weiter. Also da wird auf jeden Fall noch einiges dran passieren. Weswegen ich halt auch glaube, es wird Einzug in das Genre erhalten. Also es wird dann drei Pillar geben. Es wird einmal PoE geben. Es wird einmal Last Epoch geben. Und es wird einmal Diablo 4 geben. Wobei Diablo 4 halt auf einem sehr absteigenden Ast ist. Also könnte man meinen, dass es dann vielleicht sogar wirklich nur noch Last Epoch und PoE gibt. Wenn jetzt PoE 2 kommt. Aber gut, das ist ja auch PoE. Also, ne? Wir werden auch in PoE 2 auf jeden Fall reingucken. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Aber
ich muss sagen, das hier reizt mich schon so ein kleines bisschen, das jetzt so ein bisschen länger als Main Game zu haben. Das reizt auf jeden Fall. Wir haben wieder nur Schrott bekommen. Aber ist okay. Denn Schrott kann auch was Gutes sein. Wir skillen mal. Einmal den Bereich. Und jetzt müsste das Ding echt groß sein. Holy shit, ja. Also der Skill ist schon wirklich sehr, sehr, sehr big geworden. Das da rein. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe, glaube ich, ich habe mich theoretisch ein bisschen verskillt. Naja, egal. Wir hätten die Rarune skillen können. Aber wir müssen ja sowieso noch ein bisschen was skillen, also von da aus. Alles in Butter. Wir haben noch mindestens 53 passive Skillpoints vor uns. Weil es nämlich bis Level 100 geht. Gehe ich mal davon aus. Also, gehe ich schwer davon aus, dass man auch bis Level 100 seine passiven Skillpoints bekommen würde. Kann natürlich sein, dass nicht, aber ich würde doch. Ich gehe eigentlich schon schwer davon aus. Ja. Müsste. So, wir sind immer noch in diesem Bandit-Szenario, oder was das hier ist. Was macht ihr hier? Ihr feuert brennende Kugeln hier irgendwo runter. Ah, guck mal. Jetzt sind wir schon bei Osprix. Oh, die können eine vulkanische Kugel. Lol. Krass. Die können ja Skills, so wie ich das kann. Hello. Mein Hübscher. Den nehmen wir mit. Aber wir sind auch irgendwie, wir sind wieder unter 70% HP gedroppt, ne? Boah, der Feuerball ist wirklich mittlerweile, also die Rundenbeschwörung, die hat schon richtig, die hat schon eine richtige Range bekommen, ey. Holy fucking shit. Nimm einfach die Hälfte des Bildschirms ein. Gefällt mir. So muss ein Mage sein. Fireball casten und die einfach den kompletten Bildschirm in Feuer hüllen. Nice. Du. Und wie immer, alles schön erkunden. Wir brauchen nämlich Stuff. Ganz viel davon. Ganz viel Stuff brauchen wir. Okay, also diese Eiselementare feuern gegen die hier. Aber wo kommen die Eiselementare her? Die Eiselementare scheinen gegen die so ein bisschen Krieg zu führen. Ich nur die Frage, wo kommen die her? Wait, und die führen auch gegen die Osprix, kann das sein? Wir haben die gerade die Osprix angegriffen. Ich blick hier nicht mehr so ganz durch. Ich blick hier ehrlich nicht mehr so ganz durch. Das ist mir doch dann... Das wird mir ein bisschen so langsam zu hoch, wer hier gegen wen fightet. Und wer auf wessen Seite steht. Solange ich Gegner habe, die ich angreifen kann, alles in Ordnung. Dann gehen wir mal in den versenkten Hain. Mit einem richtig coolen... Huch! Der sah aber geil aus.
Oh, ja, der ist definitiv versenkt. Nämlich so leicht angebrannt. Was bist du? Herod? Wer bist du? Was bist du für ein majestätisches Geschöpf? Submit. You are no longer worthy. Be gone from this land. My flames will scour this place. So be it then. Perish. Pathetic. I do not have much longer. Okay. Bist du es? Nein, tut mir leid. Das Fragment, das du bei dir hast. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Aber ich bitte dich, lass Ray nicht mein Volk vernichten. Heriot? Ja, ich bin er. Die Lanze. Meine Lanze ist die einzige Waffe, die Ray verletzen kann. Julia, ich kann sie spüren. Sie wird bald kommen. Sie und Garel, mein Champion, werden dir helfen. Julia? Wirklich? Ja, kennst du sie? Auf gewisse Weise? Suche sie auf. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen die Lanze beschaffen. Ja, okay. Retrieve the lance. The death of a god. This is the beginning of dark times. Holy moly, okay. Leg deine Waffe ab. Ah, Julia! Julia sieht normal aus. Herod, my lord. Who is this? I can't hear you. Okay, bist du das, Julia? Und wer bist du? Herod hat mir aufgefordert, dich zu finden, um die Lanze zu besorgen. So, so. Fine. Yes, I am Julia, chieftain of the Herborian tribe. Okay, der Stamm, der von Raya angegriffen wird. Okay. Here, come. We have much to discuss. Okay, du sollst wissen, dass Herod anscheinend verletzt wurde. I sensed as much when he failed to answer back. Okay. Herod will die once he lets go of this world. If he tasked you to find the lance, then it seems our situation is grave. Okay. Here, come. We have much to discuss. Okay, let's go. Ja, klar, natürlich. Okay. Oh, okay. Oh, ja, nee, machen wir. Ja. Ich habe ja nie so ganz drauf geachtet, was da unten immer steht. Aber hat er gerade gestanden, ich kann, wenn ich die Arena mache, welche ich schon so ein bisschen erblickt habe, hier das Ding. Wenn ich die Arena auf Level 4 mache, können Schlüssel von Dungeons droppen. Das wäre ja anders geil, wenn man die wirklich gezielt farmen kann. So. Hier sind ganz viele Dudes. Dann kann ich mein Zeug mal hier mal machen. Was haben wir hier? Nix. Nix, ne? Die da sind eigentlich auch nicht. 7 Chance bei Lippentreffer, 30 Schutz zu erhalten. Ah, der ist eigentlich ganz gut, ne? Eigentlich ganz gut, ne? Kann man das irgendwie so sortieren? Ne, ich glaube, das kriegt man nicht wirklich so sortiert, dass das funktioniert, ne? Ne. Mann, schade. Den da muss ich mir auf jeden Fall anders gut ablegen. Machen wir hier mal so rein. So, der kommt auf jeden Fall auf die Seite hier. Der ist nämlich gut. Dann haben wir hier noch einen Unique. Nee. So, hier. Das ist noch einer, oder? Nee, dann habe ich den falschen genommen. Ne? Den da wollte ich eigentlich dann nehmen. Gut. Yes. Ja, du schon wieder lange nicht gesehen.
Das ist ja auch so ein Bomben, vielleicht womit denn. Okay. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Perfekt. I see. Okay. Was haben die Leute denn hier sozusagen? Wer bist du denn? Yes. Gods be with you. Gut, der hat mir Yes zu sagen. Auch gut. I respect that. Was haben wir hier so in die Richtung? War nicht wirklich viel. So, was hast du denn? Medizinmann. Endlich jemand, der helfen kann. Ich flehe dich an. Mein Enkel ist krank. Niemand aus dem Stand kann gefahrlos Zutaten sammeln gehen. Aber du scheinst dich in der Wildnis zurechtzufinden. Also, glaubst du, dass du uns bei der Zubereitung eines Heilmittels helfen könntest? Was brauchst du denn? Hier. Steht alles auf dem Zettel geschrieben. Wenn du so viel wie möglich davon finden könntest, dann soll es sich für dich lohnen. Das verspreche ich. Ich danke dir. Boah, mal gucken, was ich machen kann. Guck mal. So, also es geht hier in beide Richtungen anscheinend dort raus, wo man hin muss. Wir müssen aber hier so. Okay. Interesting. Dann machen wir hier mal, toppen wir noch zu Julia. We don't have much time. We need the Lance of Heorot. The Lance is cursed from misfortune. It lies deep in far wood, hidden away. We will have to speak to nomads, which is unfortunate. We do not have a strong alliance. Perhaps I sense a familiarity between you and Heorot whenever we speak. It is not my place to question. Ja, vertraut mir natürlich. Though I will not lie and claim I have no reservations. You are not one of us. Wirst du schon then sehen. Pray my reservations are unfounded. You will speak to the nomads. With their help, we will reach Farwood soon. Okay. They will reveal the path to Heorot's temple. Ich allein. We were ordered by Heorot not to go. Und warum? Wars amongst gods before. Once, Heorot used his lance to imprison his son, Mordetus. Okay. What is this befreiwillig? It is likely. The lance's power drains the divine of their essence. With time, he might regain power. Okay. But Raya is the larger threat. If freeing Mordetus is what we must do, then we must be ready. Okay, werde ich nach Wurzeln aufbrechen, um mit dem Nomaden zu reden. Okay, ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir den TP jetzt? Ja, wir haben den TP. Gut. Ist hier hinten noch irgendwo was? Nee, nicht wirklich. Hier noch irgendwas? Nur damit wir nichts übersehen. Nichts übersehen. So, von da kamen wir so halb. Glaube ich zumindest. Ah, da geht's. Oh, da geht's immer noch weiter. Ja, okay. Mit ihm kann ich interagieren. Ach! Das ist ein Spieler. Lul. Ich dachte schon gerade, hä? Warum kann ich mit ihm interagieren? Das ist ein anderer Spieler. Hat sich einfach nur als NPC getarnt, der Gute. Ja, ja. So, was haben wir hier? Hallo? Wer seid ihr? Habt ihr irgendetwas für mich? Nee, danke. Dann gehen wir doch wieder zurück. Und vielleicht mal weiter ins nächste Gebiet hinein. Da ist auch versperrt. Da sind ein paar Elche oder was das ist. Wie man das hier so nennt. Boah. Schon wieder sehr grausame Farbkombination für die Map da zu sehen. So. Wir haben einmal nach unten, wir können auch nach oben. Wir gehen mal hier unten durch. Let's go. Let's go! Okay.
Laden. Der Heoborianische Wald. Okay. Ados. Und ein paar Spinnen. Okay. Ist das wieder ein Jahidbär? Nee, das ist ein Höhlenbär. Okay. Kein Jahidbär. Der Jahidbär. Der gute. So. Ich gehe mal schwer davon aus, da wären wir. Oder? Nee, wären wir da nicht rausgekommen oder was? Warte mal. Ach, da sind die und da ist das Nomadenlager. Ja, komm. Dann ganz ehrlich, machen wir erstmal die Nebenquest. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal die Nebenquest zu machen. Und die abzuschließen und abzugeben. Weil. Ja, einfach weil, ne? Also hat, glaube ich, jetzt nicht so einen besonderen Grund, aber ich mag halt einfach auch, wenn so eine Nebenstory erzählt wird. Wenn man einfach so ein bisschen abseits von der Hauptstory ein bisschen was über andere Charaktere mitbekommt, anderen Charakteren hilft. Ich finde Nebenquests richtig schön. Ich finde die wirklich cool. Braucht auch nicht so viel Meaning zu haben oder so, ne? Also kann auch einfach so ein netter Herr im Dörfchen sein und kann sagen, hey, Dude, guck mal, ich habe hier ein Problem. Wie zum Beispiel jetzt der Medizinmann da. Und kann einfach sagen, hey, mein Enkel, ich brauche was für den. Bitte hilf mir. Und da wir so ein Good Boy sind und sowieso leveln müssen, helfen wir den Guten auch. Ne? Hilft uns ja auch, gibt mehr Erfahrung gegen andere Monster. Wir sehen mehr Monstertypen und so weiter und so fort. Also hat schon seinen Sinn, so ein paar Nebenquests mal zu machen.